Hilfe! Rette mich! Ich sterbe! Hab ich schon versucht. Gesehen? Nein. So, Moment. Ich guck jetzt mal eben hier, ob hier irgendein Hinweis auf Triss Merigold ist. Sieht es. Wiederholt sich auch immer wieder alles. Nee. Diese Jugend hat na schön. Ja, ja. Na gut. Wo können wir denn nach ihr suchen, verdammt? Das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt so richtig ab. Wir müssen irgendwie Triss Merigold finden. Was ist das hier? Kommt man nicht durch? Lass mich am Leben. Ich latsche einfach mal so ein bisschen rum. Natürlich einfach so einen Tisch auf der Veranda. Zeit für eine Luftveränderung. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen mit den Hexersinnen hier durchgehen. Leb wohl. Ich warne dich. Nach irgendeinem Hinweis. Wobei ich nach wie vor eher vermuten würde, dass die Hinweise sich in den Slums befinden. Oh, was ist das? Schlüssel benötigt. Hier waren wir schon, ne? Jo. Da geht's. Aber. Oh. Hilfe. Bla bla bla. So. Der Sensemann mal wieder. Hilft es uns, hier oben zu sein? Anscheinend nicht. Obwohl, würde sich Triss wirklich in den Slums verstecken? Kommt drauf an, ob sie da Bekannte hat wahrscheinlich oder Helfer, weil Gefahr besteht ja auch, dass die Leute in den Slums, die sind ja arm und die würden natürlich so ein Kopfgeld wahrscheinlich sehr gerne annehmen. Hier ist zu. Toll. Ja. Hallo, Sie sitzen hier so auffällig. Kurt Dysart. Ja. Kurt Dysart. Graf Kurt Dysart. Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus. Aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Wir haben uns noch nicht entschieden, ne? Aber Wolf passt schon. Wir sind ja auch der weiße Wolf. Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Klar. Genau, reden wir mal über die Belohnung. Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Naja, du bist ja ein Graf. Ist es hochziehen? Ist ein Verstimmungsgrad? Nee. Komm, was ist denn das? 200, 267? Nee, da machen wir eine glatte Summe draus hier. Nein. Ich fürchte, das ist zu viel.
aber wir nähern uns vernünftigen Preisen. Zu viel? Jo, dann sagen wir mal 285. Wie sieht's damit aus? Gut, abgemacht. Okay. Dann? Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Wir brauchen kein Glück. Okay, das ist zumindest schon mal eine Quest, die wir in Novigrad machen können. Und vielleicht... Oh. Aber diese Quest hat einen Totenschädel. Verdammt. Was? Die ist also noch viel zu hoch, diese Quest. Mann. Komme ich hier nicht runter irgendwie? Ah, Triss, wo steckst du nur? Götter, der Sensenmann kommt nicht. Ach, jetzt hör doch mal auf mit dem Sensenmann. Das ist ja schlimm. Hier ist zu. Was? Warum heißen die denn Mann von Hurensohn? Hey, lass das. Mann von Hurensohn? Naja. Schon wieder. Abgeschlossen. Es gibt natürlich sehr viele verschlossene Türen hier, aber hinter einer muss sich doch Triss befinden. Das gibt es doch nicht. Kultist, Priester des ewigen Feuers. So, hier ist wieder der Marktplatz. Mit dieser Visage kriegst du nicht zusammen. Du musst elegant aussehen. Ja. Ohne Worte. So, die Quest, die wir jetzt machen sollen. Ach da. Aber die ist zu hoch. Mal gucken, wie hoch die ist. Welche haben wir denn jetzt aktiv hier? Wo ist sie denn? 24. Gut, die kann man wirklich vergessen. Also vorerst. Anschlagsbrett. Hier ist ja auch noch der Hafen, ne? Wir waren jetzt hier. Und hier gab's die, hier gab's die Reisemöglichkeit nach Skellige. Das heißt, bin ich hier richtig? Deinesgleichen sollte in so nicht. Ich müsste eigentlich nach Süden gehen und von da aus dann erst rüber. Oh. Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei. Sowas glaubt, er kann uns einschüchtern. Drei. Stirb, Schwachkopf! Los, auf ihn! Fehler. Oh oh. Ich kann hier bestimmt kein Schwert benutzen, oder? Schlagt ihn! Tötet ihn! Okay, wenn man die ein bisschen trennt, geht. Warum steht er da rum? Reißt euch zusammen, Jungs! Naja, ist noch egal, warum. Hauptsache, er steht da rum. Den locken wir ein bisschen weg. Nochmal eine... Aua! Oh, einer reicht. Sehr schön. Sehr angenehm. Nein, bitte aufhören! Wo ist die Zauberin, die hier gewohnt hat? Aha. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch.
Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke. Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Kein ehrbarer Mensch würde sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Hey. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Ja, das wussten wir natürlich. Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Okay, wir haben eine Spur. Ach, Gott sei Dank. Gucken wir trotzdem mal hier. Machen wir direkt was falsch, so wie er es gesagt hat. Assassinenhandschuhe. Neues Schema, sehr schön. Habe ich die nicht schon? Morana Runenstein. Was mit dieser Tür? Wir können reingehen. Okay. Kräuter. Wurzeln. Ist Triss jetzt Heilerin? Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Naja gut, wir wissen ja, dass es ihr Haus war. Anzünden. Brennt da das ganze Buch ab. Noch einmal oben gucken. Und dann, da ist noch was. Dann weist die Quest rechts ja schon darauf hin, dass wir Bettler und Diebe aufsuchen sollen.
Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Trankallergie, ja. Es geht noch weiter hoch. Hier noch was? Da ist noch was. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Naja, sie musste wahrscheinlich schnell weg. Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Und was ist das? Rose der Erinnerung. Relikt. Die Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Was kann die denn? Ach. Waren die hier? Ach nee, die musste genau unter Quest sein. Ach so, nur abschließen einer Quest. Na gut. Ich dachte, die hätte noch ein paar besondere Eigenschaften, dass wir die jetzt ausrüsten können oder so, aber naja. Dann eben nicht. Sonst noch was? Nope. Die hat aber ein ganz schön großes Haus gehabt, die Triss. Da war es am Bild? Nein. Oh. Irgendwelche Schmierereien an der Wand. Gut. Wir sind ja auch noch hier direkt am Scheiterhaufen. Da, Oh. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt! Dieb! Okay, ihr macht doch mal. Es gibt kein Verdammt. Oh, Moment, Moment, kleines Problem. Sorry. Wo ist er hin? Ah, Mann. Ich hab von dir gehört. Und dann eine beliebig hohe Abgabe an Redan oder Exil? Suche am Marktplatz nach Dieben. Ja, wo ist der hin? Sorry, ich habe den jetzt gerade verloren, weil sich Cortana in den Vordergrund. Ich muss weiter zurückbleiben. Was? Wer? Achso. Ah, okay. Wache, ein Taschendieb! We're all in idle. With the key.